Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Magic Maker. Wir hatten ja zuletzt unsere Zauber noch ein klein bisschen modifiziert. Ich gehe am besten aber nochmal nachgucken, was ich wo... Na, war vielleicht ein bisschen zu hoch gesprungen. Genau, zielsuchend, Laser und mit einer Spur hinter sich herziehend. Der Zauberspruch. Mehrere Projektile explodierend. Vielleicht probieren wir anstatt explodierend mal was anderes aus. Kann man Laserzauber machen? Oder mehr Spellpower? Das braucht er zwar 22 Mana, macht aber mehr Schaden. Und das, obwohl wir mehrere Projektile haben. Oh, und das mit dem vom Gegner abprallen lassen wir auch mal drin. Und die Robe, ja, können wir so lassen. Hier oben war doch noch ein Portal, das können wir auch mal ausprobieren. Tempelzone. Finde den älteren Stab, den Tempel... Wächter einkerkern. Wir brauchen wir müssen die Schule besser beschützen. Nur eins kann uns helfen, alte Artefakte von gefährlicher und unbekannter Macht. Und ich weiß genau den richtigen Ort, um sie zu kriegen. Und ich denke, wir werden genau der Richtige sein, um ihn zu holen. Wir haben Doppelsprung. Das ist ja schon mal was. Okay. Ach, ist das... Ja, komm doch. Komm her. Ja, da musst du dir schon ein bisschen mehr Mühe geben. Komm her, du Feigling. Komm, stirb schon endlich. War platt? Ist er platt, gut. Ah, dafür brauchen wir eigentlich keinen Booster. Ah, hier ist noch ein Kristall. Gut, nehmen wir auch direkt mit. Na, kommen wir da nicht rein, oder? Also rauskommen wir auf jeden Fall nicht. Ah, okay. Mit Zaubersprüchen können wir den auch bewegen. Ha. Was bist du für ein Dingen und was willst du von mir? Thank you.
Okay, das kriege ich wahrscheinlich viel zu spät raus. Sieht ungesund aus. Weg da, wir haben hier Arbeit zu tun. Du Mistding, verschwinde endlich! Also ein bisschen blöd ist es rumgerätselt, aber es geht schon, würde ich sagen. So, ist erledigt. Ja, aber du dafür noch nicht. So. Okay, er muss also doch definitiv da reingeschoben werden. So.
Aber egal, das ist wirklich der einfachste Teil an der Sache, würde ich fast sagen. Ja, welcher ist es denn nun? Bleiben nur noch zwei. Hätte ich mir denken können. Ach komm, das jetzt fängt langsam an, ein bisschen zu nerven. Komm schon her, willst du dich richtig prügeln, dann hör auf mit diesen Zeitverschiebungsgeschichten. Was? War's das schon? Also ich bin hier nicht fertig, bis ich ihn nicht komplett aufgeräumt habe. Also... Doch, die Zauberstab kommt... Ach, da ist eine Waffe, okay, da ist so eine Todessichel, okay. Ist auf jeden Fall ein hübsch gestalteter Tempel und bedenkt man dabei, dass das Ganze ja natürlich fortschreitend generiert wird. Ja, fertig. Das ging schnell. Super Schriftrolle. Ah, okay. Wir haben schon wieder einen zusätzlichen Materialslot freigeschaltet. Ah, okay. Aber wir fangen ja auch gerade erst an. Du hast ihn, oder nicht? Den alten Stab. Ich kann Millionen Leben zersplittert fühlen bei der tödlichen Berührung.
Gott sei Dank, damit werden wir in der Lage sein, einen superkranken Fluchtzauber zu beschwören, wenn Azrael auftaucht. Diamant, mehrere Gegner durchstoßen, eine Muschel in mehrere Projektile splitten und... Aha. So. Erstmal gehen wir natürlich wieder zum Alchemisten und gucken, was wir uns so Neues zusammenbauen können. Haben wir den hier unten schon gemacht? Ich glaube eigentlich schon. Egal, wir probieren jetzt auf jeden Fall mal was Neues aus. Das restores Mana, multiple enemies. Ja, Blutsaugen auf jeden Fall. Blutsaugendes Schwert, Knockback und Bounces off braucht man eher weniger. Mehrere Projektile auch nicht. Und sets enemy on fire. Ja, klingt nicht schlecht. So, dann bauen wir uns mal einen komplett neuen Zauberspruch zusammen. Durch mehrere Feinde. Mehrere Projektile. Zielsuchend und... zersplitternd. Hier haben wir noch nichts zum Verstärken. Also bei den Puppen sollte das eigentlich nicht zählen. Aber trotzdem gar kein schlechter Zauberspruch. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt nochmal in den Wald zurück. Ich bin... Nee, wartet. Wir waren hier unten gewesen. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Hm? 10 Geister mit dem Regenbogenprisma besiegen. Geister sind faszinierende Dinge. Nicht wirklich Kreaturen, nicht ganz Energie, aber irgendwie erschreckend. Es gibt immer noch viel, das wir nicht über sie wissen. Geh ein paar umbringen und guck mal, was wir rausfinden können. Greif sie mit Regenbogenprismen an, um sie im Dunkeln leichter zu finden. Also, braucht man dafür eine andere Ausrüstung oder sowas? Ich hab doch irgendwas, was Licht gemacht hat, oder?
Ich hab da doch sowas in Erinnerung. Fallgeschwindigkeit, Bewegung. Ah, okay, das müssen wir jetzt auch noch irgendwo einbauen. Dann ersetzen wir das durch Regenbogenprisma. Anderen verdächtigen Aktivitäten suchen. Okay. Haha, das habe ich gesehen. So leicht kriegst du mich nicht. Ach, da oben jetzt lang, okay. Weil da unten ein Skelett in der Ecke sitzt, kann ich jetzt da oben nicht lang. Kann ich diesen Laserstrahlmagier nicht mit meinem Zauber besiegen? So, Problem erledigt. Okay, das wäre schon mal einer. Also der Doppelsprung ist hier direkt doppelt nützlich. Ah, sieht nicht aus, als käme man da oben lang. Mm-hmm.
Ah, da unten liegt noch was. Will haben, will haben, will haben. Okay, jetzt habe ich es, jetzt kann ich gehen. Und ich hätte gerne auch mal ein anderes Artefakt. Ich will ja nicht pingelig sein, aber diese Sprungsocken haben sich mit dem Doppelsprung ja irgendwo ein bisschen erledigt. So. Ha, Boss-Time, wer kommt? Shadowbreaker the Sorceress? Boah, Killerzauber! Also einige von diesen Kombinationen. Hey, wir sind Associate Wizard. Haben wir alle Kristalle? Ich gehe nochmal hier oben nachgucken. Vielleicht können wir ja noch das ein oder andere Material irgendwo einsammeln. Also diese Lichteffekte, ich finde die ein bisschen... Aber nur so ein bisschen, ne? Oh, die sind auch nicht schlecht. Naja. Hier nochmal Trick Bullet, nochmal Trick Bullet, Repulsor Energie und noch einen Diamanten. Und ein extra Spell Slot und ich kann mit. Aha, okay. Aha, okay. Nehmen wir gerne. War ja klar, dass das irgendwann kommt. Stimmt. Du hast einen riesigen Geisterritter gefunden? Wow, vielleicht steckt Azrael dahinter. Ich weiß nicht, ob... I don't know. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie scheint jeder wütend auf sie zu sein. Hm? Sollen wir noch Sticky Slime, Clinked Walls? Aha, okay, ein Bumerang kommt zurück und wenn ich den fangen kann, kriege ich die Kosten teilweise erstattet. Okay, und Rückstoßpower. Guck mal, direkt haben wir noch irgendwas. Nö. Ach ja, genau, das Prisma, da hatten wir vorher den hier drin. Und hier bauen wir uns mal einen Bumerang. Was haben wir denn noch? Ja, der starke Rückstoß klingt nett, aber... Klebt an Wänden, klingt auch nicht schlecht. Hüpft von Wänden ab. Mehrere Projektile und gegnerische Bewegung einschränken. Klingt auch lustig. So, das können wir mal lassen. Dann nehmen wir lieber... Genau. Ah?
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich finde das ein bisschen witzig, wenn ihr durch die, wenn man hier durch die Regale springt, schmeißt man die Bücher runter. Netter kleiner Effekt, macht durchaus Spaß. So. Anstatt des Schwerts hätte ich aber doch lieber wieder meinen Laser. Was war das hier? Feinde werden zurückgestoßen. Und anstatt in Brand gesetzt... Ach, das sieht cool aus, das nehmen wir. Das sind die Zielsuchenden. Ach, ich kann die Dummy-Stärke einstellen damit. Dann schon wieder ein Erfolg, nur an den Puppen fertig gemacht. Gut, ja, wo machen wir weiter? Ich glaube, alle Regionen haben wir soweit. Ah, okay, ich habe so eine Ahnung, der blaue Pfeil zeigt uns an, in welche Richtung wir weitergehen müssen. Ah, Freeplay oder... ...20 Feen mit einem Feuerkristallspruch. Feuerkristall... ...durch mehrere Feinde, zielsuchend, 3 Geschosse. Das sollte eigentlich reichen. Denken, Feen killen. An sich kann ich den Spruch für alles einsetzen. Irgendwie scheint mir das Mana auch nicht auszugehen, allerdings die richtig kräftigen Kristalldinger habe ich ja noch gar nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir die irgendwie durch Kombinieren verstärken können oder wie das zu bewerkstelligen ist. Der schwarze Pfeil sieht cool aus, den will ich auch. Nee, hier oben läuft keiner rum. Das tödliche Pflanzending, den kennen wir ja schon.
Du bringst mich nicht um. Du nicht. Der Kill-Counter ist schön. Aber fertig sind wir hier noch lange nicht. Na komm. Sind jetzt alle platt? Alle Römer weg? Sehr schön. Oben war noch was und ich glaube da auch den grünen Kristall zu erkennen. Oh, in der Wand festgeglitscht. Ja, das tut mir jetzt aber furchtbar und so. Aber wir haben eh alle unsere Kristalle, wir haben alle Elfen, Feen, was auch immer getötet. Schöne Sache das. Und ich glaube, jetzt wäre es auch langsam an der Zeit, die Episode mal wieder zu beenden. Nachdem wir noch ein ganz kleines bisschen rumgespielt haben. Hey, ein Grad C-Zauber. Eine Rune... Ein Artefakt zum Anlocken. Periwinkles Feenbegleiter. Sammelt Loot für dich ein. Gibt auch Vorschläge. Macht auch Vorschläge. Furchtbare Vorschläge, aber Vorschläge. Egal was es ist. Der Rat ist eher oder weniger eine Meinung. Aha, klingt nicht schlecht. Spellblade of the Legion. Q gedrückt halten, allen Feinden auf dem Schirm. Funktioniert schlecht als Schwert und spektakulär als Waffe. Okay. Stab der Ahornblätter. Plus ein Maximum Mana pro besiegtem Feind. Resets bei neuem Level. Okay. Und dieses Spellblade resets resettet beim Benutzen. Sammelt Loot oder Loot sammeln klingt eigentlich nach einer lustigen Idee. Und schlechte Ratschläge klingt auch lustig. Belohnung, Stellas Entzündungsbuch. Wenn du einen Feind in Brand setzt, wenn du einen Feind schädigst, setzt es ihn für, fügt es ihm 40 Schaden über 5 Sekunden zu. Also 8 Schaden pro Sekunde, das klingt gar nicht schlecht. Beinhaltet den heißesten Tratsch über Studenten des Durwall Community Colleges. Ironischerweise leicht entflammbar. Was haben wir? Ein Risskristall. Teleportiert uns zum Cursor. Das klingt nicht schlecht.
Gift, Effekt stapelbar und Guillotinenklinge. Zerstört sofort Niedrigenergie, Feinde, wenn... okay, da gibt's wohl irgendein Build-Up-Level, den wir erreichen müssen. Klingt auch nicht schlecht. Stella Cinders Feuerzauberin. Siehst du, brennende Schwärme von Feen sind toll. Was sie tun? Was sie getan haben, um das zu verdienen? Sie sind rumgeflogen und brannten nicht. Okay. Ich denke, aus Sicht eines Feuermagiers ist das ein Grund. Fee wollten wir machen und was machen wir hier? Anstatt Gegner verlangsamen. Ne, hinteleportieren ist, glaube ich, keine gute Idee. Wo ist denn die? Da. Da machen wir jetzt mal einen Giftzauber draus. Auf die Extrasprünge möchte ich ehrlich gesagt nicht verzichten. Und die Schilde sind eigentlich eine ziemlich coole Sache, aber wir probieren jetzt trotzdem mal ein bisschen rum. Sichtradius in der Dunkelheit erhöhen. Gut, ist ohne Dunkelheit recht wenig nützlich. Mana anstelle von Lebensenergie benutzen teilweise. Chance, einkommenden Schaden zu ignorieren. Das klingt doch mal... Haben wir nur den? 10%? Okay. Schadensabsorbierendes Schild und... Energieprojektile zerstörendes Schild, okay. Hier möchte ich eigentlich auch mal, anstatt Knockback nehmen wir mal, was hatten wir denn noch gar nicht? Kleben macht auch wenig Sinn. Die Wellenform kommt jetzt irgendwie nicht so wirklich zum Tragen. Und Mana-Kosten hat der Zauber ja. Ah, okay. Sieht ein bisschen. Okay. Wasser. Die kennen wir ja schon. Ah, ich weiß nicht, das macht hier irgendwie weniger Sinn. Erhöhte Feuerrate bei verringertem Schaden. Das möchte ich mal ausprobieren. Wenn der auch noch Feinde durchdringt. Der sieht fetzig aus.
Aha. Das ist nicht schlecht, ja. Das kann man machen. Achso, Moment, wir haben ja noch. Okay. Gut. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ein sehr schönes Spiel. Beim nächsten Mal sehen wir mal zu, was unsere kleine Fee uns zu helfen hat. Probieren ein paar von den Zaubern aus und selbstverständlich... Ach ja, ich habe ja jetzt keinen verstärkten Sprung mehr. Versuchen wir mal mit unserem Diamantlaser-Zauberstab die Gegner in Stücke zu schneiden. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Mir in jedem Fall macht das Spiel Spaß. Es ist eine schöne Beschäftigung für zwischendurch. Und dieses Zauber zusammenbasteln, das hat einfach was. Ist eine schöne, kleine, aber sehr unterhaltsame Angelegenheit. Wünsche, Kommentare, Vorschläge können gerne unten in die Kommentarsektion. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.